Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Traverse Map zusammen mit Markus und Meron. Halli, hallo. Guten Abend. So, ist weiter was geht's. Aufgefallen. Ja. Ich mach Autospeichern rein. Wieso das? Bei Traverse, das speichert ja nur alle 15 Minuten. Und das ist schöner, als wenn wir am Ende irgendwie 3 Stunden lang dreschen müssen, um den alten Stand wieder herzustellen. Wir machen bei jetzt. Forstwort habe ich es ja immer sein lassen. Wir nehmen so ja eh heute 50 Parts auf und dann ist es eh zu Ende. Ja, 50.000. Na sicher. Aber kann ja immer mal irgendwas passieren. Nein, 500 Parts nehmen wir heute auf, dass bis zu Part 1000 fertig ist. Ja, und wie willst du 500 Parts, also 125 Stunden, in verbleibenden 2,5 Stunden heute aufnehmen? Ich kann die Zeit anhalten. Das muss ja keiner wissen, genau. Dass nur mit 2,5 Stunden ist. Jetzt ist es gerade um 0:00:00:00. Und in 24 Stunden, wie viel Parts kann man da aufnehmen? Bestenfalls. Ja, knappe 100. Knappe 100, ja. Schlecht. Außer man macht halt weniger als 15 Minuten. Das bedeutet, es gibt nur mehr Minuten. Nein, Minutenparts reicht. 1-Minuten-Parts sind ein bisschen. Weiß nicht, also 10 Minuten sind schon kurz. 12, 13 Minuten finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber unter 10 Minuten kurz, auf keinen Fall. Gut, auf die 2 Minuten kommt es mir dann fast nicht an. Ah, das merkst du dann schon extrem, wenn du nur 13 Minuten Parts magst. Ich weiß nicht. Also ich muss gestehen, ich bin ja eher für längere Parts. Ja, stimmt schon. Also halt so 20 Minuten wird in letzter Zeit bei vielen großen Standard. Ja, oder obwohl, 30 dann bei obwohl, besonderen ja. Sachen. Obwohl Beatsmith, die sind ja jetzt wieder bei Minecraft wieder auf 10 Minuten Parts. Ja. Keiner weiß, wie er es wirklich machen soll. Na, es hat ja sowieso nichts. Es ist eh komplett egal im Endeffekt. Weil das kapieren auch nicht viele. Weil da ist letztens hat erst wieder wer geredet in irgendeinem Vlog, was ich gesehen habe. Ja, meine Zuschauerbindung ist nur auf, keine Ahnung. Oder ist über. Na, der Harald war es genau. Seine Zuschauerbindung ist auf 45% oder sowas. Das heißt, ja. Das heißt, sagt im Endeffekt, die allgemeine Zuschauerbindung schaut dir nur über alle Videos, die du am Kanal hast, was aus. Und die Zuschauerbindung bringt genau gar nichts, weil es bringt die Zuschauerbindung von den einzelnen Parts was. Ja. Und dann hast du halt, weiß nicht, irgendwo deine Aber Special. Aber insgesamt ist es trotzdem schön zu wissen, wenn die Leute möglichst viel gucken. Ja, sicher. Aber du kannst es halt, keine Ahnung, der eine hat zwischendurch einmal schon auf seinem Kanal jetzt seine, weiß nicht, 50 Einstunden Bart. Auch gleich ein Abfahrer? Ich bin mir jetzt immer selber abgefahren. Okay. Geschwind. Also du springst ja nicht über die Karte, dann ist es mühsam. Und dann hat halt der eine, weiß nicht, seine 50 1 Stunden Bart oben oder tut die Livestreams hochladen, die 5 Stunden haben. Die hauen dann natürlich die Zuschauerbindung, die allgemeine, extrem hoch. Weißt du, wie ich meine? Weil du hast ja dann, die schauen ja die Leute doch trotzdem länger, als was es sozusagen sind. Und wenn du da hast, bei dem Livestream-Video, das 5 Stunden dauert oder sowas, die schauen 20%. Sind das trotzdem 40 Minuten und das ist gegenüber deinen anderen die Videos. Die Frage ist, ob die dann nicht trotzdem weniger schauen. Die Videos länger sind. Ja, du schaust eh weniger. Aber 20% habe ich eh nur mehr gerechnet. Ja, aber vielleicht schaust du denn deshalb, weil dich das demotiviert, dass das Video eine Stunde dauert, weniger als die 20%. Naja, aber ich weiß ja bei den Videos, was ich so mit einer Dreiviertelstunde habe, da vom LS-Projekt vom letzten. Oh. Was so beim. Bei den Übergangs von den Parts, von den Maps und so weiter gewesen ist. Also der dankt da ab. Na, dann hole ich mir den da. Habe ich halt ja auch 3/4 Stunden, 1/2 Stunden Parts. Natürlich haben die eine schlechtere Zuschauerbindung, aber insgesamt haben sie eine höhere Zuschauerzeit. Weil sie natürlich wenig halt von länger dauern. Und deswegen ist es von dem Prozent her nicht zum Rechnen so richtig. Deswegen musst du eigentlich jedes Video einzeln betrachten. Ich glaube, so entscheidend ist es eh nicht. Oh ja, 70%. Ja, okay, fürs Ranking, aber so für die Zuschauer. Ja, für die Zuschauer ist das komplett egal. Es ist nur wichtig für die YouTube-Suche. Und über die YouTube-Suche kriegst du doch von den Zuschauern, halt vom, sagen wir so, wirst du eher höher gelistet. Auch in dem Feed wird es, glaube ich, höher gelistet. Ja, wobei im Feed. Obwohl im Feed ist, müsste es eigentlich egal sein. Weil.
Da wären nur gute Kanäle höher. Jeden Tag, wenn der, zumindest wenn der Feed mal einen vernünftigen Tag hat, dann auch wirklich was anzeigt. Im Feed werden ja normalerweise die, sowieso die mehr Abonnenten haben, gelistet höher. Ist auch sowas. Ja. Weil du kriegst kleine Kanäle eh schwerer hoch. Leider. Ja, ist logisch. Weil YouTube einfach mit den großen Kanälen blöd genommen mehr verdient. Das ist so. Das war auch schon immer so. Ja. Das siehst du auch alleine, weiß nicht, du magst jetzt gleich deine fast 100 Abos am Tag schon. Demnächst. Und vor einem, keine Ahnung, vor einem Jahr warst du auf 5000. Kommt das hin? Oder weniger. Na, Megaprojekt Anfang. Start vom Megaprojekt hatte ich 3000, glaube ich. Okay, und jetzt sind wir circa einen Monat danach. Ja, also irgendwo bei 4000, schätze ich jetzt mal. Und da hast du eine, weiß nicht, hast du Zuschauer gekriegt, so 20 oder sowas am Tag. Ja, 20. Und das steigert sich halt, umso größer du bist, umso mehr steigert sich der Wert halt. Obwohl der Wert ja eh nicht so wichtig ist. War eigentlich von Anfang an auf YouTube so, hat sich was geändert. Aber trotzdem schaffen es ja noch, kleine groß zu werden. Ja sicher, du musst halt nur dranbleiben, das ist das Wichtigste. Du darfst nicht irgendwann sagen, nein. Oder dir das Ziel nehmen, weiß nicht, in einem halben Jahr will ich davon leben können, blöd genommen. Weil das spielt nur, wenn du vielleicht irgendwo auch ein paar Jahre Connection hast. Es kann natürlich auch 5 Jahre dauern, wenn du die ganze Zeit trotzdem aktiv bist. Und das kann aber in den 5 Jahren genauso auch gar nichts sein. Ja. Weil das ist, da musst du schon irgendwo in eine Nische reinkommen und natürlich bringt Push. Warum kannst du mich abtanken? Ich habe eh nur mit 20%, ich fahre zum nächsten Anhänger. Du kannst mir, hättest mir eine gestehen lassen können. Ich tue jetzt immer auch selber abdanken schon, da gerade. Ja, dadurch habe ich ja dann den Meron frei. Ja, eh. Nein, jetzt nimm doch mal den. Nimm doch mal den Anhänger. Nein, den Anhänger hat er mir jetzt von den anderen weggenommen. Den ich wahrscheinlich brauchen werde fast. Dann fahre ich gleich wieder runter. Na, es geht sich hier aus. Wir machen am Ende der Reihe eben dann eh voll, glaube ich. Wir sind beide fast voll, schätze ich. Nö. Ja, beim Weizen geht was runter, ne? Mhm. Das ist heftig. Ich weiß nicht, haben sie Ertrag angepasst beim LS15? Ich glaube, den haben sie runtergeschraubt etwas. Aber nicht viel, oder? Nein. Das kann man schwer so abschätzen. 30% weniger, schätze ich. Okay, so viel? Ja, doch. Und angeblich haben sie ja, ihr habt sie irgendwas gesagt von Dünger und Saatgut in einem Bad bei euch, dass das auch weniger ist, Verbrauch. Also Saatgut auf jeden Fall, Saatgutverbrauch ist nicht mehr so krass. Okay. Hast du kurz Zeit zum Abdanken? So übertrieben. Was? Ob ihr kurz Zeit hat zum Abdanken, wenn ich fahre. Weil dann brauche ich nicht stehen bleiben. So. Ja, der war schon übertrieben, deswegen haben wir ja auch den Motor eigentlich reingenommen. Oh. So, Standbild. Das war ja alle mit den Paletten. Also der Johnny ist voll. Ja, und der andere Hälfte. Oder noch mehr schon. 53. Weil ich dresch total gerne mit dem Glas hier. Ich bin die ganze Zeit Innenperspektive mit Kameras. Ich die ganze Zeit nur außen und krieg große Bars zusammen. Na, in Perspektive wird auch nicht klein wegen den ganzen Qualm vorne. Das finde ich schade, dass er komplett weg ist. Aber ich sehe es gerade, da finde ich eigentlich gut. Na. Weil so wie der hier ist, finde ich ihn fast schlechter. Da hätte ich lieber fast keinen. Der war bei den Standardmaschinen auch fast nicht da. Der war nur bei den Mod-Maschinen so extrem. Sehe ich jetzt gerade erst. Weil hier ist so viel Staub drin in der Kabine. Ja, das ist halt so. Hast halt einen schlechten Luftfilter. Für die Klimaanlage. Kommt das durch die Scheibe, ne? Weil die Scheibe Nein, das kommt nicht durch die Scheibe, das kommt unten. Der beim Glas hast du vorne am Fuß, bei den Füßen vorne die Lufteinlässe und dort blasst er die Luft hinein. Ja, das passt aber irgendwie von der Richtung nicht. Das kommt oh ja, zu sicher. Frontal. Du, das verwirbelt sich alles. Du kennst dich da nicht aus. Ja. Ganz einfach, das ist genau. So. Genau. So. Genau. Schaffst du die ganze Breite nach, oder? Na, bei weitem nicht.
Ich schon. Schätze ich Was? mal. Ich hätte es wahrscheinlich. Na, weiß ich auch nicht Das sind doch ausgegangen. nur 3-4 Meter. Ja. Ist zwar nicht mehr viel, aber. Aber ich finde das Shop Stroll irgendwie schön. Ich finde es auf der Turbo ist es zu extrem. Ich habe sie auch auf der Gar Holzhausen. nicht schön. Da ist es nicht so extrem. Weil es halt einfach die Dichte von der Textur irgendwie höher gedreht. Genau, ja. Geht ja auch bei Güllemist. Bei Kalk. Bei Kalk hatten wir hier bei der Nikos-Version ja auch extrem dicht. Ja, das war ja wie Schnee fast. So. Das fand ich ja immer lustig, dass man Kalk wirklich mit dem Schwader auch bearbeiten kann. War Kannst du gefeiert. das auch mit dem Schwader? Nein, glaube ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert gehabt, nämlich. Ich wage mich zu erinnern, nein. Du kannst ja einfach stehen bleiben. Ja. Er ist eh nicht drinnen. Ach, und wegen dem. Ja, der war gerade ganz kurz drin. Ist schon. Ja, wegen dem Gerstenangebot. Würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit der Ernte. Wir haben jetzt, also spätestens um 14 Uhr sollten wir dann drüber nachdenken, Ingame-Zeit, primär auf Gerste zu gehen. Aber ich glaube, insgesamt, ja, sollten wir eigentlich trotzdem noch einige schaffen. Achso, wegen der Nachstiegen, okay, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Man dachte, hä, was meint er jetzt ganz genau? So, welches ist das nächste Feld dann? Das nächste Feld ist Feld 18. Dann 14 und dann machen wir da unten die 4 im Kreis. Super, hast du Sehr jetzt voll schön. dankt und ich krieg nichts mehr rein? Ah, na, Also ich oh ja. bin auch nicht ganz leer, glaube ich. Der Brandner braucht so lange. Irgendwie ist der Trigger da ziemlich schlecht. Jetzt bringe ich noch einiges rein. Bist du voll jetzt, Guten? Ja. War Was denn haben. eben weg? Warte mal, was haben wir jetzt gedroschen? Weizen, oder? Ja. Ja, Weizen ist schlecht. Das bedeutet, wir müssen zuerst Ja, komplett ich komm. entleeren. Ja. Ich bin unterwegs, bin schon so Haben wir noch einen fast dritten da. Anhänger? Wir haben zwei Zwei Brandner, Drehschemel. ja. Ich hänge die auf dem Fendt. Ich Rückwärts weiß nur noch nicht, zusammen. wo die stehen Ich weiß und schon, wie wo die sie stehen. stehen. Die muss ich erst zusammenhängen. Stört mich aber nicht. Fahr vorbei. Geht sich ja eh leicht aus. Die So. Tour, was hier oben die Ecke hat sich doch schon ziemlich gewandelt. Boah. Hat Leck gehabt. Bin ich gegen die Wand gefahren. Ach so. Man hier nicht mehr rechts hochfahren kann. Das ist komisch. Ja, Geworden. ist so ungewohnt, ne? So, jetzt muss ich die Ja, Zahnkuppeln ja creepy. auch noch. Scheiße. Das wird was werden ohne Frontankupplung und bei Delex. Der Fendt hat eine Ja, Frontankupplung. aber der hat ein Gewicht oben drauf. Ja, nee. Jetzt müsste ich das Gewicht jetzt abkuppeln. Glaubst du, was das Aufwand ist? 2 Stunden. Ja, klar. Mindestens. Aber ich kuppel sie, glaube ich, ab, weil sonst kann ich sie vergessen. Ja, der erstens steht das Ge Oh, ich sehe das jetzt gerade erst. Die Deichsel vom anderen Drescher steht auch scheiße. Ah, vom Drehschirmel. Okay. Ja, vergiss Muss es. sagen, den Smart Wax, also den T8 mit Ketten in LS15, finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich hier gerade den 7R sehe. Finde ich den normalen T8 schöner. Ich habe nur den normalen, ich habe keine Ahnung, wie der andere ist. Der hat halt 75 PS nochmal mehr. Oder so, warte, nee, 100, 115 hat er sogar mehr. Okay, hat er wirklich mehr? Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Das ist ein 320er, also 320 PS. Und das andere ist ein 440 oder 435. Das ist das Topmodell. Okay. Eines ist halt das kleinste, das andere ist das Topmodell. Oder gibt es hier noch einen 300er? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich das kleinste ist. Was ich cool finde, ist, wenn du beim neuen Taschenschneidwerk hast das gleiche und runterlässt, dass es nicht in den Drehschau anhebt. Okay. Halt, wenn du es nachher auf den Räder stellst, was die beim Abkuppeln. Da hat sie immer bei Ah, ist halt dem. doch schon, hat sich schon verändert. Was war da jetzt? Finde ich nicht die Anhänger cool. Welches Feld hast du gesagt?
Hier nebenan das. Ja, und ich kupple ab. Achso, warte mal, da sind die SHE genau in der Richtung, das Feld. Muss ich hier komplett raus rund. Halt 9, 18 ist das dann, weil 19 ist ja die Wiese, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Das so, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter auf Feld 18. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.